Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen auf meinem Channel. Ja, wie versprochen, liefere ich jetzt ein wirklich topaktuelles Video aus einem gegebenen Anlass, nämlich dem 100-Abonnenten-Special. Mittlerweile sind es 103. Leute, ich kann euch nicht genügend danken für euren Beistand und eure Unterstützung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich kann eigentlich nur Danke sagen. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, denn die letzte Woche war für mich sehr stressig. Haben einige vielleicht schon herausgelesen aus meinen Bulletin. Ja, es hat einiges nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Zum Beispiel betrieblich die Aufstiegschance, die ich hatte, ist mir doch nicht gegeben worden. Da ist sich lieber für jemand anders entschieden worden. Wie dem auch sei, auch privat lief nicht alles so toll. Ich habe mich mit jemandem getroffen, wo es erst hieß, Liebe, hast du nicht gesehen, und dann war es doch nicht so. Ja, egal. Wer nicht will, der hat noch nicht. Oder wer nicht will, der hat schon. Egal. Ich möchte euch nicht damit aufhalten. Auf jeden Fall einfach nur Danke. Ich hatte eigentlich gedacht, ein Frage-Antworten-Special mit euch zu machen. Allerdings hat sich das nicht wirklich gelohnt, denn die Fragen, die ich bekommen habe, habe ich leider von Leuten bekommen, die mich nicht mehr abonniert haben. Und ich denke, ich sollte dann lieber doch von meinen Abonnenten die Fragen nehmen. Seid mir nicht böse, meine Lieben. Ich habe euch trotzdem noch in meiner Freundesliste. Ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr mich deabonniert habt, weil die Projekte euch nicht zusagen. Ich hoffe nur, ihr habt trotzdem weiterhin Spaß am Let's Playen und auch an eigenen Projekten. Ich schaue mir eure Projekte weiterhin auch an. Ich habe da kein Problem mit. Fangen wir jetzt erstmal an mit dem, was ich geplant habe. Ich habe jetzt 1 Minute 40 Sekunden rumpaldowert für nix und wieder nix. Ich möchte euch, meine lieben Abonnenten und lieben Freunde, entscheiden lassen. Was soll das nächste Projekt des Raven Knight werden? Ich habe mir 3 Spiele für Super Nintendo ausgesucht, die ich eh Let's Playen wollte. Und ich bitte darum, dass ihr aktiv euch einmischt. Dass ihr mir einen Kanalkommentar schreibt, welches Spiel kommen soll. Und ich werde ungefähr 1 bis 2 Wochen werde ich vergehen lassen und mich dann entscheiden, welches Spiel oder nach euren Entscheidungen ausgehen, welches Spiel als erstes davon geletzplayt wird. Also fangen wir erstmal mit dem ersten Spiel. Es kommt auch jetzt hier schon, einige wissen vielleicht schon, was kommt. Es ist aus dem Hause Squaresoft. Es ist. Jawohl, ihr seht es schon. Es ist Secret of Evermore. Ein sehr geniales Spiel, wie ich finde. Und ich werde bei Secret of Evermore werde ich einen Gastkommentar haben. Das heißt, ich werde mich da regelmäßig mit einem Kollegen von mir, der auch mal ein Abonnent von mir ist, den ich an dieser Stelle mal grüßen möchte, ForsakenMon84, werde ich gemeinsam das Let's Play aufnehmen mit Gastkommentar. Man kann es ja leider nicht zu zweit spielen, sonst hätten wir es gemeinsam aufgenommen. Ja, das wäre das erste Spiel, was ich wirklich vorschlagen würde. Das nächste Spiel folgt sogleich. Einen Moment. Ja, ihr seht es vielleicht schon, es ist aus dem Hause Nintendo und kombiniert mit Square. Das ist das nächste Spiel, was ich vorschlagen würde. Ja, eine sehr süße Atmosphäre. Ja, Prinzessin Peach. Es ist das Super Mario RPG. Hier offiziell in Deutschland nie erschienen. Und ich werde das auch mit dem original englischen Ton machen. Und wie ich es schon bei Breath of Fire 2 gemacht habe, werde ich den Text übersetzen. Denn ich denke schon. Man sollte es dann tun, dementsprechend. Ihr seht, worum es geht. Bowser hat die Prinzessin entführt und ja, Mario macht sie auf den Weg. Und ja, ihr seht, das ist ungefähr der Kampfscreen oder die Weltkarte. Man muss da teilweise Gegnern ausweichen oder immer noch gegen sie kämpfen. Mit einem ganz normalen Kampfsystem, wie bei jedem Rollenspiel auch. Ihr seht schon, das wäre ungefähr so ein Kampfscreen, nur eben halt ohne die ganzen Darstellungszahlen. Und ja, wie ihr schon seht, es handelt alles aus der Welt von Super Mario. Wäre auf jeden Fall für mich ein Semi-Blind Run. Vielleicht für euch interessant anzuschauen, denn ich kenne quasi fast nur den Anfang des Spiels. Ich habe es mir auch damals für meine Virtual Console von der Wii gezogen, aber habe es nie wirklich geschafft durchzuspielen, weil eben halt andere Spiele mein Hauptaugenmerk erreicht haben. Ja, das wäre das nächste Spiel, was ich vorschlagen würde. Ich werde es gleich abrupt abbrechen, denn das Intro würde ich dann definitiv in dem Spiel zeigen. So, ich werde es nämlich auch jetzt tun, denn das ist schon zu viel des Guten. Wir sehen uns bei dem nächsten Vorschlag wieder, dem dritten und letzten. Ja, jetzt kommt der dritte und letzte Vorschlag. Ihr seht es schon, es ist Chrono Trigger. Auch ein Rollenspiel. Wie ihr vielleicht seht, es sind alles 3 Spiele mit verdammt großer Spiellänge. Das habe ich bewusst so getan, denn, ja, was soll ich dazu sagen?
Ich mache Let's Plays immer noch zur Abwechslung, auch wenn ich gleich etwas Bedauerliches erwähnen muss. Beziehungsweise nicht unbedingt bedauerlich. Hier könnte man jetzt wenigstens den Active oder Wait Art von Battle Time oder Active Time Battle erklären. Das werde ich aber dann während des Spiels machen. Ich werde das jetzt laufen lassen hier und stehen lassen. Ihr wisst ja jetzt, welches Spiel es ist. Einige kennen es vielleicht schon, einige auch nicht. Sei so viel erzählt, man macht dort sehr viele Zeitreisen und muss quasi wieder die Welt irgendwie vor einer Bedrohung retten. Und das Übliche halt in einem Rollenspiel. Fast leider ist es fast immer das Gleiche. Man könnte mal was Neues einbauen, aber das ist jetzt was anderes. Jetzt erstmal zu dem Bedauerlichen. Ich muss aufgrund meiner jetzt doch etwas angespannteren Arbeitssituation, aufgrund der mit in die Verantwortungnahme, so möchte ich es mal nennen, werde ich jetzt nicht mehr in der Lage sein, so gut wie jeden Tag was hochzuladen. Ich bitte das zu entschuldigen. Vielleicht ist es einigen sogar immer noch zu viel, wenn ich jeden Tag etwas hochlade. Vor allem nicht von jedem einem Projekt konstant, sondern immer mal von einem Projekt, je nachdem, was kommt oder wo ich gerade Lust und Laune habe. Ich werde auch demnächst nicht sehr viel Zeit zum Aufnehmen haben. Das ist das Problem aufgrund der Arbeitszeiten. Und eben halt, ich kann zum Glück wieder Sport treiben. Ich habe jetzt seit Juli, ja, Juli, konnte ich keinen vernünftigen Sport mehr machen. Aufgrund meiner OP, die ich, bevor ich zur OP gegangen bin, durfte ich auch schon keinen Sport machen, um eben halt da nichts Schlimmeres zu machen. Und habe mich im September operieren lassen. Die meisten wissen es. Ist wahrscheinlich für die schon alter Tobak. Aber für die, die es nicht wissen, ich konnte bis heute, genau heute, den 28. Februar, wenn ich mich recht entsinne. Jawohl, den 28. Februar konnte ich keinen Sport treiben. Ich habe heute zum ersten Mal wieder gegen den Ball getreten. Ich spiele leidenschaftlich Fußball im Verein. Und es hat sich einfach nur gut angefühlt, einfach mal wieder gegen den Ball zu treten und eben mal so alles zu vergessen, was jetzt die Tage war. Leute, ich bin einfach nur froh, dass ich das wieder machen kann. Und deswegen werde ich demnächst auch sehr viel Zeit mit dem Sport verbringen, denn ich sehe wirklich im eigenen Auge schon, obwohl ich wirklich ehrlich bin, ich bin ein großer Selbstkritiker von mir selber. Ich hasse es, wenn ich wirklich so arg zugenommen habe, wie ich jetzt es getan habe. Ich sehe aus wie im 8. Monat. Und deswegen werde ich da einiges zu tun. Ich werde jetzt noch ein bisschen was von dem Spiel zeigen. Hier ist der Held, das ist Chrono. Einmal zur Ablenkung und ja, ich lasse jetzt den Anfang laufen. Denn ich kann wieder Sport treiben, das werde ich auch tun. Ich möchte einfach nur wieder meine alte Figur zurück, denn es ist schon wirklich recht problematisch, wenn man so träge ist, wie ich es im Moment bin. Ich muss mich teilweise sogar quälen zu laufen und alles, und das will ich gar nicht. Auf der Arbeit bin ich schon teilweise wirklich zu bequem, dass ich Leute nur noch rumdelegiere. Das darf es auch nicht sein. Ich habe damals sehr viel mehr getan. Und deswegen bitte ich zu verzeihen, wenn nicht mehr jeden Tag irgendwie was kommt oder so. Ich werde es versuchen, regelmäßig zu machen. Ich kann es nicht versprechen. Und ja, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß bei meinen Let's Plays und auch bei meinen Projekten, die ich bis jetzt geplant habe und dass noch was alles kommt. Wie schon gesagt, ich bin einfach nur euch dankbar dafür, dass ihr zu mir steht und mich unterstützt. Auch wenn eben halt Let's Plays in erster Linie für jemanden selbst sind, zur Abwechslung, wie schon gesagt. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin erhalten und habt Spaß an meinen Projekten. Bis dann, also. Jetzt soll der Held aufstehen, wie man sieht. Er ist so aufgeregt gewesen wegen dieser Feier, die da stattfindet, und hat nicht gut geschlafen. Ja, ich denke, dass er nicht gut geschlafen hat. Und vor allem ist es das Licht im Zimmer, das ist natürlich nicht sehr schön. Ja, also, entscheidet, welches Projekt ihr sehen wollt. Ich gehe in 2 Wochen nochmal auf dieses Video und schaue mir die Kanalkommentare an und dann werde ich entscheiden. Also, bis zum nächsten Mal bei einem Let's Play-Projekt. Sprach der Raven Knight nimmermehr und danke nochmal.